Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Hilde. Heute möchte ich schon wieder eine Journaling-Seite machen. Diesmal zum Thema Häuser wieder. Und jetzt beginne ich damit, dieses Mal mit einem Bleistift mir ein paar Häuser vorzuzeichnen. Also da kann ein Haus oder eine Kirche, sagen wir mal, hier ein Dorf, eine Kirche. Die ist grob zu sehen. So. Dann vorn dran. Ein Haus, nur grob, das muss nicht großartig gemalt sein. Hier vielleicht auch ein Haus, etwas tiefer, nicht ganz so groß. Das ist vielleicht nur zum Teil zu sehen. Steht noch ein großes daneben, das ein bisschen höher ist. So, so in etwa denke ich mir das. Diese Striche mit dem Bleistift kann ich ja noch etwas mit dem Radiergummi abschwächen, dass ich die nur ganz schwach sehe. Wenn ich dann ein bisschen denke, ich habe zu fest aufgedrückt oder das ist mir ein bisschen zu stark, gehe ich mit dem Radiergummi und partiell radiere mir die so ein bisschen weg. Dann wird es nicht mehr so stark, aber sie sind noch zu sehen. Hier auch nicht fest aufdrücken mit dem Radierer. Ganz zart. So. Anschließend gehe ich hin und lege mir meinen Hintergrund an. Also, ich nehme mir meine Sprühflaschen, kann auch mit Distress Inks arbeiten. Also, das, was ich da habe, erstmal vom Radierer. So, jetzt sprühe ich mal ein. Irgendeine Farbe, das hier ist jetzt Mild Lavender, das ist ein ganz helles. Finde ich ganz gut für den Himmel. Dann habe ich Rot. Reinmachen, dass ein bisschen Rot im Himmel ist. Nehme mir Grün. So, dann habe ich hier noch so ein bisschen Vintage Foto. Das ist auch so ein rötlicher Ton. Den werde ich da unten noch ein bisschen hinmachen. So, kann ruhig sprinkeln. Das kann alles bunt sein. Das lasse ich jetzt kurz einziehen und trockne das dann. Mein Mito, das kann ruhig auch mal ineinander laufen, dass es diese Schlieren gibt. Das ist auch ein schöner Effekt. Ich halte das mal ein bisschen hoch. Dann sieht man gleich, wie die Farbe diese Nasen zieht und läuft. So, und das kann ich auch mit der Pistole noch ein bisschen forcieren. Dass da vielleicht ein bisschen mehr kommt wie hier. Oder da noch ein bisschen. Kann auch hier eine Schlange draufhalten. Freiblasen ein bisschen. So, das gibt jetzt einen schönen Hintergrund. Meine Grundfarbe ist jetzt getrocknet. Jetzt gehe ich hin, nehme mir einen Hintergrundstempel. Diesmal nehme ich große Dots. Nehme mir mein Versamark-Kissen und eine klares Embossing-Pulver und werde mir jetzt da diese Dots ein wenig mit Versamark einfärben. So, diesen Stempel setze ich jetzt nicht komplett auf. Also ich nehme den in die Hand und drücke da, wo jetzt keine Häuser skizziert sind, ein paar Punkte. Also wahllos, das muss nicht gleichmäßig sein, einfach wahllos irgendwo ein paar Punkte auf. So, dann sofort, dieses Papier ist sehr saugend. Also jetzt gehe ich sofort mit meinem klaren Embossingpulver drüber. Das sitzt jetzt nicht überall, wo Punkte sind. Also wo schon zu trocken sind, bleibt es weg. Aber das ist jetzt der Effekt, den ich mir wünsche. So, das kommt jetzt auf ein Blatt. Man sieht, partiell bleibt es hängen. Und das werde ich mir jetzt mit dem Embossingföhn gleich embossen. Das wirkt dann praktisch nachher als Resist, wenn ich weiterarbeite. So, ich glaube, man sieht es hier unten, wo es jetzt schon mal gleich klar wird, glänzend wird. Direkt, wenn es glänzt, aufhören, damit es nicht zu tief eingebrannt wird, sonst funktioniert es nicht mehr. So, hier ein bisschen da, hier noch ein bisschen. Das war's schon. So, ist alles wieder aufräumen. Mein nächstes Hintergrundelement setze ich jetzt an mit meinen Distress Inks. Also, ich nehme jetzt hier mal Peel Paint. Setze hier unten noch ein bisschen mehr Grün an, vertiefe das auf
da wo noch keins ist, das muss nicht viel grün sein. Da kommt noch so viel drauf. Es ist nur, dass eine Grundschicht jetzt zusätzlich kommt, damit diese Punkte noch mehr rauskommen. Man sieht hier schön, da kommen sie schon raus. Also ein bisschen mehr Farbe. Kann das, wenn ich will, jetzt auch nochmal einsprühen. Dann kommt es auch wieder stärker raus. Aber das muss nicht sein. So, dann nehme ich mir mein Lieblings... Jetzt habe ich schon in der Kamera geschüttelt. Meine Lieblingsfarbe, das ist Picked Raspberry. So, richtig gründlich. Und setze dann hier nochmal an. Über alles drüber. Man sieht jetzt diese Punkte schön, wie sie zum Leben erwachen, wie das rauskommt. So. Manche Stellen hat das Pulver nicht mehr so richtig gehaftet. Da sind sie nur teilweise zu sehen. Das ist so ein schöner Effekt. So, jetzt brauche ich noch Blau. Moment. Oder ich nehme dieses Lila. Dann kann ich auch mit dem roten Schwämmchen über das Lila gehen. Das macht nichts. So, setzt dann hier jetzt wie ein Himmel Lila drüber. So. Wie gesagt, meine Häuser sehe ich jetzt noch ganz schemenhaft angedeutet. So, als nächstes gehe ich hin. Nehme mir nur noch pures Wasser. Diese Distressfarbe reagiert ja mit Wasser. Und darum setze ich mir hier jetzt wahllos ein paar Tropfen drauf. Lass die einziehen. Man sieht schön, wie diese Wasserflecken entstehen. Nehme mir ein Papiertuch und plotte das ab. Das ist jetzt ein weiteres Hintergrundelement, was diese Seite, diese Farbe noch ein bisschen interessanter macht. So. Kann jetzt, wenn ich möchte, noch mit Schablonen arbeiten. Aber für den Moment, für den Hintergrund, ist das mir so gut genug. So, mein Schwämmchen kann auch weg. Nun nehme ich mir ein paar Stempel, die ich habe. Da habe ich ein paar Blüten, grobe, große Blüten. Die werde ich jetzt mal raussuchen. So, diese, vielleicht noch eine etwas kleinere, ein paar Schnörkel, noch einen kleineren. So, die werde ich mir jetzt mit Archival Ink aufsetzen. Also dann nehme ich mir meine Archival Ink, meine Stempelklötze. Der ist ein bisschen zu klein. Muss ich mir einen größeren suchen. So, erstmal die großen Sachen. Erstmal zur Seite. So. Setze mir jetzt da mit meinen Archival Ink. Die müssen nicht ganz so sehen sein wie hier. Da kommen ein paar Blüten aufeinander. Das wird einfach nur so aufgesetzt. So, das kann ich säubern. Kann dann meine kleineren Blüten nehmen. Kann die halb drüber setzen. Auch auf diesen Punkten halten jetzt diese Blüten, da diese Archival Ink ja überall hält. Also da brauche ich mir keinen Kopf zu machen, die hält überall. Setzen wir hier vielleicht noch eine kleine hin. Hier vielleicht an der Seite noch ein bisschen hochgehen. Da unten noch eine halbe. Hier noch. Da. So, und jetzt diesen Schnörkel. Erstmal mit den kleinen ein paar Lücken. Dann hier hoch. So. Dann hier unten noch ein paar Lücken füllen. Da komme ich durch diesen Buchrand nicht so gut an. Da muss ich den erst einmal ein bisschen zur Seite setzen. So, dann geht's. So, hier unten noch ein. Und dann den ganz großen. Den nehme ich jetzt ohne Stempelklotz. Einfach in die Hand. Leg den an. Und drück ab. So, mit einem schwarzen Filzstift gehe ich jetzt und suche die Linien der Häuser, die ich grob vorgezeichnet habe. Und werde dann da jetzt diese Häuser versuchen, wieder ins Bild einzubringen. So,
kann da jetzt ein paar Fenster malen. Muss das aber nicht. Also es ist ja die eigene Welt, wie ich das möchte. Hier male ich vielleicht eine Tür hin. Noch ein Fenster hier hin. Dann kommt die Kirche. Oh, meine also, Farben sind jetzt angelegt. Es erscheint jetzt auf den Moment etwas dunkel. Es ist auch noch etwas feucht. Da kann ich noch ein bisschen tupfen, was noch zu feucht ist. Das trocknet aber trotzdem relativ schnell. So, ich werde jetzt aufhellen mit meinem Distress Marker Picket Fence. Den nehme ich eigentlich für alles. Den habt ihr bestimmt, wenn ihr schon mehr von mir gesehen habt, überall eingesetzt gefunden. Also ich mache jetzt die Fenster hell. Die Türen, die Fenster, außer die Kirchenfenster, die habe ich mit Gold eingemalt. Und setze jetzt überall meine weißen und hellen Akzente. Das bekommt dann nachher so ein richtig leuchtendes, strahlendes Aussehen, dieses fertiggestellte Journal-Seite, also diese Seite. So. Überall, wo ich jetzt hell haben möchte. Man sieht, bei den Fenstern beginnt es schon aufzuhellen. Und bei den Blüten mache ich das auch. Und jetzt werde ich hier oben am Himmel einen Halbmond einzeichnen. Also werde dann praktisch andeuten, es wäre Nacht. So, lass das jetzt mal hell werden. Und dann ein paar Punkte, die zusätzlich zu den anderen Punkten etwas kleiner sind. Und dann praktisch Sterne zeigen. So, jetzt überall bei meinen Blüten noch ein bisschen was Helles einsetzen. Und so hat man ganz schnell mit einfachen Mitteln dann eine schöne, bunte, farbige Journal-Seite gemacht. Auch ohne großartig jetzt Materialien dazu kaufen zu müssen. So, hier noch ein paar bei den Blüten. So. Einfach nur da, wo es ein bisschen heller sein soll, was betont werden soll, auftupfen. So. So, und das ist jetzt meine fertige Journalseite. Wenn ich möchte, kann ich jetzt noch einen Spruch dazu stempeln oder was dazu schreiben. Normalerweise setze ich überall noch Tangle-Ränder hin und tangle noch ein bisschen. Aber dieses gefällt mir jetzt so ganz gut und stänkle, das lasse ich so. So, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!